Guten Tag. Wir sind jetzt im Zug auf dem Weg nach Hannover. Und ich zeige euch mal was. Das hört mir. Und das andere, ja, einmal. Sandra, einmal Annika. Der Sensor. Doch, nochmal alle drei zusammen. Nur saufen wir schön, ich sag's ja. So, ich melde mich wieder, wenn ich da bin. Oder wir. So. Ah, gucke, Annika sieht mal hinten auch. Wir sind jetzt in Hannover angekommen. Auch schon in unserem Hotel. Das ist alles schick, alles schön. Und ja, wir sind ZTG Arena weiter und hat Sandra gesagt, Eva, guck mal nach links, gucke doch mal nach links. So, was wollt ihr denn? So, guck ich nach links. Oha. Okay, habe ich mir gedacht. Ah. Die sind schon da. Sollte man nicht denken, aber die sind schon da. So, naja, dann bin ich erstmal, als ob nichts passiert ist, bin ich dann einfach, okay, habe ich okay gesagt, zack, weiter. Wir müssen ins Hotel, habe ich mir so gedacht. Ja, Mensch. Jetzt überlege ich schon gerade. Naja, ist halt ein schönes Zimmer. Ja, man könnte jetzt hier so rumfahren oder rumgehen. Könnte man. Und wie gesagt, wir sind gleich an der ZTG Arena. Also wir haben es nicht weit hin und wir haben es auch nicht weit zurück. So, nun wisst ihr Bescheid. So, bis heute Abend. Ach, Annika. Hallo. Ja, und da werden wir heute Abend auch hingehen. Ja, und die haben wir ja, wie gesagt, vorhin schon gesehen. Ich blind wie immer, Fahrerin hatte, wie gesagt, fahre weiter. Und dann haben sie gesagt, ich gucke mal nach links. Ja. Hab ich dann gemacht. Und siehe da, da waren sie. So, also. Heute Abend dann ein bisschen mehr. Was für ein Scheiß? Ich lasse das jetzt fixieren. Ich weiß nicht, was es ist, auf dem Wickel oder was. Ja, du warst so alt, Annika, du bist auch schon eine Milf. Ich bin ausgequetscht. Du bist. Ach, jede. Naja, was wir die Frauen bis jetzt immer haben wollten. Ja, da sind wir wieder bei Mario Barnd. Ich glaube, ein bisschen muss ich nachmachen. Jetzt ist da hier, Mutter. Oh, ey, von unten schminken, Alter. Naja. Ich glaube, ich wäre nicht Eva, wenn ich es nicht hinkriegen könnte, würde.
Boah, so. Zur Erklärung, zu Hause höher. Hier niedriger. Win-win. Boah, guck mal an hier. Ah, mal gucken. Annika? Ich glaube, 2,5 Stunden. Ja, waren wir ja sonst auch immer wieder. Ich hasse es, Kajal doof zu machen. Kommt die Frage wieder, ja, warum machst du es denn? Weil es schön aussieht. Und weil ich es kann. Und dreht immer so dolle. Ja, das tränt ein bisschen. Alter, ist mein Spiegel auch dreckig. Weekend. Was denn du, da räumst du schon wieder um, oder was, ey? Kaum hier räumst du schon wieder um, ey. Alter, jetzt habe ich eine Idee. Ich bin total bescheuert, ja. Naja, so kein Angst mehr. So Strom so bestimmt. Pass auf, wir gucken. Huch! Eva, wann fahren wir morgen zurück? 6:30 abends. Oh, dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Ja. Oh, das sieht nicht so, wie ich mir das vorstelle. Ah, oh, muss ich blind auf blauen Lunds machen.
Ich sehe nichts. Du, Annika. Kannst du mal gucken, ob ich gut aussehe, akzeptabel aussehe oder naja. Versuch nochmal. Ich habe mich auch etwas geschrieben. Warum machst du sowas? Bist du in der Natur schön? Na nicht? Oh, Alter, fressen würde ich den jetzt auch nicht, ey. Sieht so gut aus. Na, danke. Du hast aber noch nicht richtig geguckt. Von Weitem sehe ich immer gut aus. Erst vom Nahen. Guck da. Jo. Gibst du mal meine Bürste bitte nochmal raus? Deine Bürste, wo hinten hier? Im Rollstuhl. Was hinten im Rollstuhl? Hier. Achso. Ja. Ich hab doch. Guck mal, die Jacke, die können wir auch hier lassen. Bürste? Okay. Eine kleine Bürste. Hä? Das ist keine Bürste. Na klar, ist da. Nicht? Eine kleine Haarbürste müsste da drin sein. Ja, ja. Weil die natürlich ganz unterwühlt, dann findet man die natürlich nicht. Bitte. Nickelback, Alter. Ja. Ih, eine grüne Spinne. Wo? Auf deiner Jacke. Was macht denn die auf meine Jacke? Und denn noch eine grüne, ey. Ob ich nochmal zu Nickelback komme, weiß ich nicht. Ja, wir wollten auch nochmal so eine... Ah, du wolltest auch mal mitkommen, ja? Ja, wir wollten noch nach Amsterdam. Im Moment sind sie ja mehr so... Bei sich da so, Kanada und so. Ey, wir können nur nach Kanada fliegen, ey. Was kostet die Welt, Junge? Was kostet die Welt, ja, genau. Das wäre natürlich geil. Urlaub dann machen und dann. Ey, meistens würde ich nur für ein Konzert hinfliegen, aber ich würde das auch gleich mit dem Urlaub verbinden. Ja, wenn du schon einmal da drüben bist, ja. Weil du fliegst ja 7 Stunden oder so, glaube ich. Naja. Oh, es ist schön, wenn man frisch geduscht ist. Das werde ich morgen auch sagen. Ja. Du sag mal, Annika, bitte? Irgendwo kann das sein, dass ich irgendwo mein Haar reif habe? Ja, warte mal, den habe ich irgendwo gesehen. Ja, ich auch. Ich habe mich überlegen, in irgendeiner Tasche war der, glaube ich, drin. Wenn man lächelt, soll man gleich schöner aussehen. Na, ich lache. Aber ernst sehe ich auch richtig gut aus. Also, Junge, man sieht diese scheiß Croissant. Oh, die kannst du nicht aufsetzen. Wieso kann ich den nicht aufsetzen? Ey, sag mal, bist du doof, oder was? Ey, ja. Jetzt hört sie, was sie sagte. Ich habe 3 Stück davon. Oh, toll. 3 Stück. Ja, du bist zu spät. Nee, ich hab's überhaupt halt. Alles gut. Und was wollte ich dir sagen? Ach so, deine Haarfarbe. Oh, Hilfe. Deine Haarfarbe. Geil. Was ist das? Wilde Pflaume oder sowas? Naja, so also irgendwas mit Violett. Aha. Hast du selber gefärbt, oder? Ja. Cool. Ich mir von Rossmann die Farbe gekauft, wo die mir gefallen hat. Ja. Und der war gut, ist gut. Mit Hilfe deiner Assistentin wahrscheinlich. Ja. Cool.
Also was meine hier, Lena, sehe ich ja aus. Ist ja mehr faul im Gesicht als auf dem Kopf, ey. Annika, kannst du mir mal die Feinde kriegen? Kannst du mal gucken, ob du die Brille so bekriegst? Kann ich waschen, ja. Doppelzimmer Deluxe, 183 Euro, das wird wahrscheinlich unser sein. Und ein Doppelzimmer Deluxe zur Einzelnutzung, zur Rate 155, kann das überhaupt hinkommen? Na doch, 300. Ich habe ein Deluxe-Zimmer, ja. Wir sind ja auch Deluxe. Ach so. Ich habe Deluxe, oder wir haben, und weil Sandra sonst woanders gepennt hätte, also nicht auf der Etage, das wäre ja blöd gewesen. Habe ich auch für sie ein Deluxe-Zimmer. Ja. Ich bin eine geile Chefin, oder? Ja. So, warte, vielleicht reicht das. Nee, reicht nicht. Danke. Ich wasche die mal so ein bisschen. Ne? Ja, mach mal. So, ich mache jetzt Schluss. Also wir werden jetzt nochmal in die Stadt fahren, weil wir alle drei etwas Hunger haben. Und ich bin kein Mensch, wenn ich Hunger habe. Absolut nicht. Und daher fahren wir jetzt noch mal eine Viertelstunde mit der U-Bahn zum Bahnhof und gucken mal, was da zu essen gibt. Ja klar, ist echt wichtig. So. Also. Geputzte Brille. Bitte sehr. So. Danke sehr. Ich möchte jetzt meinen Kaffee austrinken. Ach. Ja, trink doch. Ja, mach ich jetzt. Sag mal, Klimaanlage, ja? Willst du jetzt anmachen oder was? Naja, jetzt brauchen wir ja nicht anmachen. Weil wenn wir das Ding da rausnehmen, ist ja eh vorbei. Hey, da sehe ich alt im Gesicht aus. Ja, ich bin halt auch schon eine Milf, ja. Was soll ich machen? So. Also. Das Konzert mache ich extra. Das heißt, das kommt jetzt nicht im Anschluss. Das ist ein neues New Video. Ja? So. Also bis dann. Tschüss. Oh. Nicht dein Ernst. Apropos. Ja, was soll ihr Schenk bekommen? Das ist auch unwahr. Apropos. Komme ich jetzt nicht rein. Nicht dein Ernst. Wir drei alle. ja, erzähl mal die Geschichte, ja. Wir drei. Ich kann das. Ey. Ich sag ja, mit uns oder mit mir unterwegs sein, mit uns. Das ist so geil. Pass auf. Wir. Auf dem Weg zum Hotel mussten wir eine Kreuzung, Ampel. Und es war rot für die Fußgänger. Und Annika spaziert total easy, locker flockig rüber. Zur Erklärung, wir sind hier in einem Industriegebiet. Und ich habe zu Annika gesagt, sag Annika, ey, pst, ist rot. Sie bleibt auf der Straße stehen.
dreht sich sie mir um und fragt mich, dein Ernst? Was soll denn hier kommen? Lass doch so! Das war wie in so einer Westernstadt, wo so trockene Sprecher so über die Straße wehen und niemand da und die schreien hinter mir her: Stopp! Es ist rot! Ja. Oh Mann, ey. Und wie gesagt, Annika bleibt da auf der Straße stehen. Ich dachte, sie kommt zurück. Nö. Sie fragt, dein Ernst? Und geht weiter über der Straße. Oh, ja. Naja, und dann sind wir auch hinterher. Aber wo wir denn die Straße betreten haben, da wurde es dann grün. Ja. Ja, das war unsere Geschichte erstmal. Wie gesagt, das Konzert selber mache ich ein extra Video. Und dann morgen nochmal eins. Also es werden jetzt, glaube ich, 3 Videos kommen. Bis dann. Tschüss.